Anfang September habe ich bereits Vorbereitungen eingeleitet. Und zwar habe ich bereits Feldsalat ausgesät für die Ernte im Winter, beziehungsweise auch im zeitigen Frühjahr dann. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, welches ich Anfang September hochgeladen habe, werde ich euch oben hier verlinken. Jedenfalls habe ich jetzt weitere Vorbereitungsmaßnahmen getätigt und diesen Zweck dient letztlich einfach nur dazu, den Boden vor dem Frost wieder zu schützen und auch für die nächste Saison gute Erde wieder mit aufzubereiten. Das Bild auf der Terrasse, wo die ganzen Gurken wuchsen, habe ich jetzt komplett gesäubert bzw. entfernt. Die Gurken waren zu 90% vertrocknet. Da waren noch zwei, drei Pflanzen, die noch schön grün waren. Aber jetzt, weil die Nächte immer kühler werden und die Tage nicht mehr ganz so warm ist, bin ich mir jetzt so 100% sicher, dass die überhaupt gar keine Früchte mehr richtig produzieren bzw. bilden würden. Deswegen dachte ich mir so, das ist jetzt eine reinste Zeitverschwendung, die jetzt bis zum Frost da einfach hängen zu lassen. Von daher habe ich die jetzt einfach komplett runtergerissen bzw. von den ganzen Tomatenhaken runtergenommen und auch von den ganzen Spiralen. War eine Heidenarbeit, da auch einerseits die Seile nicht zu verletzen und dann die ganzen Triebe vom Beet wegzumachen und einen separaten Haufen zu machen. Die wird dann mein Vater später häckseln und das dann als Mulch oben auftragen. Dann ist es ein bisschen, sagen wir mal, kompakter und wird auch schneller umgesetzt. Jedenfalls habe ich dann mit so einem Gartengrill, was mein Vater letztes Jahr gekauft hat, das hat er im russischen Fernseher gesehen, ist so eine Art Spirale, die setzt man halt oben auf, dreht ein bisschen und somit habe ich dann ein bisschen meine Erde gelockert, weil manchmal ist es halt so, dass da ab und zu mal ein paar Stellen gibt, wo dann richtig fette Brocker mit drin sind, die müssen halt immer ein bisschen aufgelockert bzw. durchbrochen werden. Aber im Allgemeinen ist halt die Erde jetzt auch dort, weil ich da jedes Jahr Bokashi mit eingearbeitet habe, da auch immer gemulcht habe oder auch, wo das Thema dieses Videos ist, nämlich Gründünger Pflanzen reingesetzt habe, schon ziemlich locker geworden, auch schön schwarz, wie ich es sehr gerne mag. Und da auch schon sehr viele Regenwürmer auch immer wieder sehe. Und das habe ich dann einfach gemacht, um den Boden aufzulockern und halt einfach für die Saat vorzubereiten für meine Gründüngung. Soll jetzt auch wieder dieses Jahr Phacelia sein. Zur Phacelia habe ich ein eigenes separates Video gemacht. Und da habe ich einfach gesagt, warum ich die Phacelia so gerne in meinem Garten auch habe. Mal die Punkte kurz zusammengefasst. Ist halt eine Pflanze, die schön im Boden durchwurzelt, sehr viel Grünmasse bildet. Sehr kälteempfindlich ist, deswegen kann ich sie ja jetzt noch raussetzen und dann tut sie trotz den kühlen Temperaturen noch ziemlich gut heranwachsen und auch wenn sie dann eine bestimmte Größe hat, tut sie auch ziemlich gut überwintern, ist also sehr winterhart und ist auch für die Wildbienen eine wunderbare Pflanze und die kann ich dann auch, wenn wir einen milden Winter haben, bis im Frühjahr überwintern, bildet die ersten Blüten für die Bienen, hat dann schön viel Blattmasse und das kann ich dann einarbeiten für die ersten Kulturen. Dann habe ich auch wieder eine schöne, lockere Erde. Ist einfach, mein einfach aus dem Grund wegen der Fruchtfolge. Ich möchte jetzt nicht immer nur an einer Stelle das Gleiche anbauen und dann die Fläche sozusagen unbewachsen lassen oder leer. Na klar, werde ich die Fläche natürlich auch mulchen und auch wieder ein bisschen Bokashi einarbeiten, aber zusätzlich möchte ich es halt auch mit anderen Pflanzen bewurzeln, die andere Aufgaben erfüllen, anstelle von Gurken zum Beispiel. Und deshalb einfach Phacelia als diese Gründüngungspflanze, die ich halt sehr wertschätze. Nice. Die Fruchtfolge in Kombination mit der Gründüngung hilft euch einfach dabei, dass der Boden einerseits geschützt ist vom Frost, weil er da nicht so leicht eindringen kann, wegen zum Beispiel der Phacelia mit den Blattmassen. Mulchen hilft euch natürlich auch zusätzlich, das empfehle ich auch nur jedem, wenn dann jetzt anfängt, dass das Laub runterfällt, könnt ihr auch alles nutzen oder wenn jetzt eure Bäume zurückschneidet, Holzhackschnitzel, auch alles drauf machen. Jedenfalls hilft es euch einfach dabei, den Boden nochmal zusätzlich wieder zu vitalisieren, aufzubereiten und das hilft euch einfach für die nachfolgenden Kulturen, dass ihr stärkere Pflanzen bekommt und die dann weniger krankheitsanfällig sind und ihr auch einfach eine bessere Ernte dadurch habt. So viel von mir zu diesem Video. Jetzt habt ihr wieder einen kleinen Einblick von mir bekommen, was ich jetzt für Vorbereitungsmaßnahmen mache fürs nächste Jahr. Einer ist wieder Gründüngung. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, kommentieren, abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken, gerne auch das Video Freunden, Bekannten und Familie teilen. Und wer noch weitere Informationen möchte, beziehungsweise welche Coachings, Dienstleistungen und Produkte ich anbiete, das findet ihr alles auf meiner Webseite, die ist unten verlinkt. Könnt ihr da auch gerne da weiter vorbeischauen und auch einfach anschauen, wie sich das Projekt die letzten Jahre entwickelt hat. Das ist dort alles dokumentiert. Schaut doch da gerne einfach mal vorbei.
diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.